Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt's einen Seelendialog mit Dr. Beate Strittenbrater. Hallihallo. Hallo Beate, schön, dass Hallo du da Michaela. bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir probieren ja schon seit längerem zusammenzukommen in einem Podcast-Austausch oder überhaupt in einem Interview. Heute hat es geklappt. Das ist mir eine große Ehre und eine große Freude, dich hier zu haben. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil du hier als Mensch, als Frau, als Freundin und Medizinerin mit mir heute sprichst. Und die geistige Welt oder Spiritualität und Naturwissenschaft und auch dein Anliegen Liebe. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen, Heilung, Liebe, Gesundheit, die die Menschen interessieren. Und ich wollte jetzt gerade mal den Ball zu dir spielen, Beate. Was ist denn das, was heute jetzt am schnellsten hochploppt? Über was möchtest du mit uns sprechen? Was ist so deine Herzensangelegenheit gerade heute? Ich bin gerade sehr berührt, dass du in der Aufzählung, wer ich bin, das Wort Freundin eingeflochten hast. Wir haben uns das noch nie so wirklich gestanden, aber heute ist der Tag, das mal vorzeugen zu sagen, dass wir Öffentlich. befreundet sind. In den letzten Jahren haben wir auch gemerkt, wir waren jederzeit füreinander da und haben uns in kritischen Momenten die Räuberleiter gehalten und waren wirklich da. Und das Ja, das definiert ja die Freundin. Also das berührt mich jetzt gerade sehr und das erhält meinen Tag. Wir haben es uns jetzt gesagt. Was du Danke. meinst. Mir wird gerade bewusst, wir hatten tatsächlich immer diese Kontakte in kritischen Situationen, aber nie so, dass es, also zumindest kann ich nur für mich sprechen, uns zeitlich irgendwie ganz viel Zeit geraubt hätte, sondern das war manchmal nur eine kleine WhatsApp. Ich denke an dich oder schick mal Liebe dahin, hast du mir geschrieben und ich habe das gemacht. Und da ist vielleicht auch schon wieder die Brücke, ne, zwischen: Was ist Spiritualität, Energiearbeit? Wenn man Hilfe braucht, könnte das eine Räuberleiter sein, die man sich Ja, und gegenseitig hält. ich darf dich auch darauf hinweisen, dass wir uns ja auch schon so in echt in unserer Kompetenz geholfen haben. Du hast mich schon wegen medizinischen Themen Notfall angesprochen. Und wie oft war es so, dass ich dich von einem Kongress mal angesprochen habe? Du erinnerst dich, da stimmt irgendwas nicht. Hier greift A, B an. Was ist hier los? Und du hast einfach mal reingeguckt und gesagt, ne, das ist gleich vorbei. Und genau so war es auch. Oder hast irgendwas geklärt für mich, was gerade jetzt und hier sein musste? Und ich möchte das mal so auch offen sagen. Ich kenne ja nun viele Therapeuten, bin ja selbst auch Ärztin, Therapeutin. Und es gibt niemand, den ich kenne, so wie du, der so demütig für die Menschen da ist und gleichzeitig auch, wenn ich dir was sage, was Schönes passiert ist, dass du dann mit einer inneren Freude darauf reagierst und ich weiß ganz genau, sie freut sich jetzt mit mir. Das ist wundervoll. Und so kenne ich nicht viele Menschen, einen Menschen, auch eine Freundin. Und so, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und das tut so gut, wenn man weiß, dieses gelbe Herz, was ich dann bekomme, das ist die innere Freude, die du für mich hast. Bei Und mir sind die wenn Herzen in WhatsApp immer gelb. ich Golden sollen die eigentlich sein. Ja, genau, das wollte ich dir euch auch mal sagen. Es hat sich, ja,
Es hat sich so, was ploppt bei mir hoch? Es ploppt bei mir hoch, dass ich so dankbar bin, dass ich dich gefunden habe. Denn ich habe vor wahrscheinlich 5 Jahren sind wir zu Joe Dispenza geleitet worden. Patrick, mein Mann, der hat sich ja schon länger damit befasst. Und dann waren wir da in Basel. Ich schätze den sehr und ich schicke auch Leute auf seine Retreats. Er hat ja inzwischen 10.000 Leute in seinen Retreats, so Leute, die ganz, ganz schwer Heilung erfahren. Und dann habe ich aber da gesessen und gedacht, hey, das muss doch leichter gehen. Er macht seine Chakren-Meditation, bis du dann da drin bist. Ich bin jemand, der gerne Abkürzungen sucht. Vor allen Dingen in der Psychologie suche ich sehr gerne und inzwischen auch sehr erfolgreich Abkürzungen, dass du nicht da sitzt, 10 Sitzungen lang. Und dann überlegt man sich erstmal, okay, wer ist schuld? Und was war alles schlimm? Und dann wiederholt man das Schlimme, was alles schlimm war. Und dann sind 10 Sitzungen vorbei und dann kommt man möglicherweise auf Lösungen. Und dann habe ich gedacht, ja, das muss doch mal schneller, irgendwie, das muss doch schneller gehen. Und zack, und Joe Dispenza redet ja auch dauernd von Theta. Das ist ja der Zustand, in den man gehen muss. Und er sagt ja selber, it's a technique like Golf or Tennis. Und du kannst das üben. Und es hat mich nicht losgelassen auf dem Weg zurück nach ba von Basel. 2 Wochen später saß ich bei dir im ersten Seminar. Zack, Theta Healing, 1, 2, 3. Und du bist im Theta-Zustand. Da habe ich gewusst, das ist es. Und das will ich lernen. Und da bin ich so dankbar dafür und auch der Weg, den wir so zusammengegangen sind, die Patienten, die ich dir geschickt habe und die persönlichen Erfahrungen, die ich mit dir gemacht habe. Das ploppt bei mir als erstes jetzt so hoch, dass ich auf diesem Weg zu dir gefunden habe. Und hier habe ich, in meiner Schublade habe ich in jedem Behandlungszimmer, habe ich diese ganzen blauen Karten. Und da kann ich mal sagen, zack, hier haben sie, da haben sie es. Sie haben so Glück, sie ist in unserer Nähe, Pirmasens, was ist das schon? Stündchen zu fahren, machen Sie das? Und ich kriege sogar Rückmeldungen von meinen YouTubes, dass Menschen zu dir kommen ins Seminar und dann sagen, wow, das hat was gebracht. Was mir gut gefällt, ist so, dass du dich auch einlässt auf das, was ich mache, nämlich die Systematik. Ich bin eigentlich ja Lehrer, wurde aber Ärztin. Bei uns in der Familie haben sich das so gekreuzt, Lehrer und Ärzte. Aber ich bin tatsächlich auch, ich bin Lehrer von den Genen her. Das mache ich schon seit über 40 Jahren, dass ich Lehrer bin für die Urakupunktur, für die Körperakupunktur. Und ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, Sportmedizin und so weiter und so fort und habe auch Notarztwagen gefahren. Und als ich dann in die Privatpraxis ging, das ist jetzt 33 Jahre her, 34 Jahre bin ich in der Privatpraxis niedergelassen. Nach 8 Jahren Klinik und 6 Jahren Orthopädie. Da lernst du ganz schnell, du wirst nur bezahlt, wenn du hilfst. Das ist der Grundsatz von der Privatpraxis. So. Und am Anfang, ich habe mich ja niedergelassen, naiv, mutig, jung, Kleinstkinder, Ehemann hat noch nicht verdient. Und ich wusste, ich brauche Zeit. Das war mein Antrieb. Und jeden Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich wusste, ich brauche Zeit und habe mich in einer Zeit niedergelassen, wo man das Wort Privatpraxis noch gar nicht kannte. Und das war so mein Anfang. Und wie das so bei dir auch ist, wenn man gute Arbeit macht, dann kommen die Klienten oder Patienten und dann spricht sich das rum. Ich hatte bis vor 2 Jahren und ich bin jetzt 67 keine Webseite. Also ich Hast du wollte nicht jetzt sagen, gebraucht? genau, ich hatte keine Zeit irgendwie und nicht gebraucht und ich wollte dann auch mal eine Webseite haben. Jetzt, wo ich in diesem Alter bin, wollte ich auch mal eine Webseite haben. Ja, und irgendwann, so etwa vor 15 Jahren wurde mir bewusst, es ist ja so, wenn du Ausbilder bist. Und ich habe in manchen Jahren 1.000 Neuanfänger gesehen. Alles Ärzte, die die Methode lernen wollten, Akupunktur lernen wollten. Und wenn du Ausbilder bist, bekommst du immer die schweren Fälle, so die Spitze der Pyramide bekommst du zugeschickt. Und die wurden tatsächlich immer schwieriger, bis ich gemerkt habe, Moment mal, wenn einer einen Konflikt hat, da kann ich 1.000 Mal am Rücken arbeiten und so gut wie ich das gelernt habe, arbeiten, aber ich muss nach dem Konflikt gucken. So. Und dann fiel mir auf, hey, das sind ja Gesetzmäßigkeiten, die gelten für alle. Ich darf euch auf den Podcast hin, den auf den YouTube-Film hinweisen, in meinem Kanal Rettet die Liebe Nummer 2. Der ist jetzt, glaube ich, 4, 5 Jahre alt. Gesetze, Regeln, die für alle gelten. Oder Gesetze, die für alle gelten. Es ist immer wieder das Gleiche und es wiederholt sich immer wieder. Und ich frage mich manchmal, warum ist das eigentlich so einfach und warum haben wir es in der Schule nicht gelernt? Ich entschuldige alle Eltern und alle Lehrer, weil die haben es ja auch nicht gelernt. Was Wir sind das Dinge, die zu dir gekommen sind, weil du geforscht hast, weil du neugierig bist? sind. Was glaubst du? Zunächst mal
wurde mir rückwirkend auch klar, was mit meinen Kindern los war. Zum Beispiel als mein Sohn ist jetzt, über den ich jetzt rede, 36 oder 35. Damals wurde der mal von der Schule überfallen und ein anderes Kind hat ihm den Rucksack weggenommen. Natürlich, das war jetzt dann zufällig ein ausländisches Kind, da sind wir mit Schuhen und Strümpfen drüber hergefallen, aber mir war ziemlich schnell klar, das hat nichts damit zu tun, sondern ich habe ihn gefragt, das wusste ich damals schon, ich habe ihn gefragt, wie fühlst du dich eigentlich in der Schule? Was ist da mit dir? Mhm. Und dann sagt er, ich fühle mich klein, ich fühle mich unwichtig, die anderen sind stärker und besser. Ah, das stand also auf seiner Stirn. Ich bin klein, ich bin nicht so stark wie ihr, fallt über mich her. Mhm. Und da habe ich auch verstanden, dass die Opferforschung ja schon ganz früh gesagt hat, es gibt Opferforschung, ein Polizeipräsident hat ein Buch darüber geschrieben, dass das auf deiner Stirn quasi steht und dass Opfer eine gute Nase, dass Täter eine gute Nase haben und dass sie genau dorthin gehen, wo die Schwäche ist. Mhm. Also da, wo die Schwäche ist, dort ist der Täter eher zu finden. Und dann habe ich ihn gefragt, wer in deiner Klasse ist denn noch schwach und klein? Und dann hat er mir jemand anderes noch genannt, den Peter. Und der wird jeden Tag gemobbt. Mit dem machen sie es jeden Tag. Und da war mir klar, hey, du sollst nicht Bücher schreiben über, wie gehe ich am besten zum Betriebsrat, wenn ich gemobbt werde, sondern am besten sollst du ein Buch schreiben. Was zeigt dir das? Woran erinnern die anderen dich? Woran erinnern die, habe ich gerade gestern mit einer klugen Patientin zusammen kreiert, ich lerne ja auch von Patienten so viel, das sind die Erinnerer. Sie ist mit einem Narzissten zusammen und der ist On-Off-Beziehung und eigentlich will sie es nicht, aber und so weiter und so fort. Das sind die Erinnerer, die erinnern uns, ach, du hast da noch ein Thema und es steht auf deiner Stirn. Und da fing ich an zu suchen und das kann ich wirklich sagen, habe ich so geforscht, dass es nur wenige Themen gibt, die in der Beziehung bei jedem und immer greifen. Das eine ist, wer bin ich? So behandeln die anderen dich. Das nächste wäre, das banalstes Beispiel. Du regst dich auf, dass jemand anders schmatzt. Guck mal, ob du es vielleicht selbst tust. Unbewusst. Unbewusst schmatzt oder schnarcht. Ja. Ist das nächste, wo tatsächlich wenig mitgearbeitet wird, ganz wenig ist der Schatten. C.G. Jung hat ja gesagt, es gibt den Schatten. Die meisten denken dann, oh, das ist das Üble, das Böse, was in mir schlummert und es schließe ich aus und weiß ich was. Nein, nein, nein. Der Schatten ist was ganz anderes. Der Schatten ist das, was du nicht lebst, was du wegtust. Ich war mal auf der Bühne mit Rüdiger Dahlke, also hintereinander bei einem Kongress in Salzburg und er sprach interessanterweise über den Schatten so, dass er gesagt hat, jedes Kind spürt, was gewollt ist und was nicht gewollt ist an Eigenschaften. Und die nicht gewollten Eigenschaften, die legt das Kind unter die Theke. Und da fühlen sie ihr Schattendasein. Zum Beispiel ganz krass, du lebst in einem sehr ordentlichen Elternhaus. Was machst du? Du machst genau das Gegenteil. Oder du lebst in der Kommune. Darüber gibt es auch Untersuchungen. Es gibt noch Kommunen, noch einige wenige. Und die Kinder, die da rauskommen aus Kommunen, die wollen nicht Sex für alle, die wollen keine solche kreative Unordnung, die sind besonders strukturiert und getaktet. Die schließen also Dinge aus oder für sich selbst einstehen, schließen so viele Leute aus. Oder wenn ich ein Beispiel noch sagen darf, bevor ich dir das Wort wieder übergebe, es sitzt ein Jurist aus Luxemburg vor mir, und das sage ich extra, was er ist, hoch ausgebildet, in höchster Position und er ist blass und er hat Nahrungsmittelunverträglichkeiten und er ist das, was wir in der Medizin Dystroph nennen würden. Dystroph ist, dass jemand körperlich sich schon zurückentwickelt, blass und durchscheinend ist und er sah eigentlich so aus, als wäre er kurz davor im Krankenhaus landen zu müssen. Also richtig übel. Und dann frage ich ihn, wie ist es denn zu Hause? Dann guckt er verzweifelt gegen Himmel, hebt beide Arme und sagt, meine Frau, okay, was ist mit deiner Frau? Psychologin, also auch ziemlich schlau, die Frau. Die ist so, ja, wie ist sie denn? Extrovertiert, sagt er, und du merkst, wie er leidet. Und dann frage ich ihn, und es gibt Techniken, die kann jeder lernen. Was machst du jetzt, wenn so jemand vor dir sitzt? Wie hilfst du dem weiter? Was sind die heilenden Fragen? Ich frage ihn, warum haben sie die genommen?
Warum haben sie sich denn verliebt? Und er sagte, das weiß ich nicht mehr. Doch, 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 das weiß jeder, warum du dich verliebt, das weiß ich. Das weiß jeder. Ich habe einfach ihn Zeit gelassen und habe nichts gesagt. Das fällt mir ja zugegebenermaßen schwer, aber das ist meine Therapie. Einfach sitzen und warten. Und irgendwann klarte sein Gesicht auf und er fing an zu lächeln und schaute so nach links oben. Das ist die Ecke, wo wir hinschauen, wenn wir uns erinnern. Und dann sagte er, Achtung, ja, damals, sie war so farbenfroh und so bunt und so voller Ideen und Achtung, extrovertiert. Genau das Wort, was ihm jetzt so viel zu schaffen macht, extrovertiert. Und dann habe ich meinen Ärmel hochgezogen und habe ihm gesagt, und was ist auf ihrem Unterarm eingraviert von früher? Was hat man ihnen früher gesagt? Was hat Mama gesagt oder Papa? Und dann sagt er, wir sind nicht laut, steht da. Also, das gute Kind ist nicht laut und sperrt dieses Extrovertierte, das Lebendige, das hat er ausgesperrt. Aber seine Seele leidet Not und die Seele klopft an und sagt, Hallo, willst du das nicht zurückholen? Und wenn er dann nicht hört, dann schickt sie ihm den Partner und der Partner winkt wie ein Schmetterling. Guck mal, hier ist das Ausgeschlossene, der ausgeschlossene Anteil ist hier. Und er fliegt auf den Schmetterling, so wie die Blume zum Schmetterling kommt. Und sie sind zusammen und sie sind verliebt und sie gleicht ihn aus, sie gleicht seine Defizite aus. Aber nicht für lange. Irgendwann merkt er, Moment mal, sie liegt zwar neben mir im Bett, aber ich habe deshalb noch lange nicht, was sie hat. Und dann guckt er auf seinen Unterarm und da steht ja, wir sind nicht laut. Und dann fängt es an, ihn zu nerven. Und dann kommt er in die Situation, er kann nicht mit ihr, weil es darf er ja eigentlich nicht, aber es geht auch nicht ohne ihn. Bis er verstanden hat, hey Junge, das ist das, was du ausschließt. Das sollten wir zurückholen. Und er war ja schlau. 2 Sitzungen. Und er war so weit anzuerkennen, dass er diese Frau als Erinnerer dringend gebraucht hat, als Hinweisgeber. Und er konnte anerkennen, dass sie die ist, die seine Türen aufgemacht hat. Ich sehe ihn immer mal wieder. Der Mann ist vollkommen gesund geworden, kein Nahrungsmittelproblem mehr, gar nichts mehr. Was ist denn ein Nahrungsmittelproblem? Ich habe dann angefangen zu forschen und habe gesehen, Moment mal, die Seele übersetzt so deutlich in den Körper, so deutlich. Nase voll, Nebenhöhlen. Wenn ich da nicht weiterkomme, dann fragst du, wovon haben Sie die Nase voll? Es ist so deutlich, dass es banal ist. Ich traue mich bei Kollegen gar nicht damit rauszukommen, weil es banal ist. Und diesen Mann, den treffe ich dann noch mal so nach Jahren, kommt er das blühende Leben, das blühende Leben, weil er eben den Schatten zu sich geholt hat, sich getraut hatte, mehr extrovertiert zu sein, mehr Farbe zu zeigen und seine Frau dankbar anzunehmen für das, was sie ist. Und jetzt kommt er wegen irgendwas Zahnproblem. Der wollte wissen, was macht dieser Zahn? Muss er raus? Muss er nicht raus? Das ist ja auch so eine Spezialität, die ich habe. Wurzelbehandelte Zähne können ja fürchterliches Rheuma und alles Mögliche machen. So, und dann liegt er auf der Liege und er dreht den Kopf so ein bisschen zur Seite. Und ich sage, dann ist ja ihr Leben richtig gut. Ich sitze ja hinter dem Patienten und dann höre ich, wie er leise sagt, Achtung, er sagt leise, ja, dass meine Frau und meine Mutter sich verstehen, das wird wohl niemals was. Dann hat er mich im Nacken gehabt. Moment mal, Moment mal. Jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema. Die Ordnung in der Familie. Die Ordnung in der Familie, das ist auch das, was ich mehr rausbringen möchte für die Menschen, weil es so leicht zu verstehen ist. Es gibt Ordnungsgesetze und wenn du die nicht einhältst, gibt es Unruhe und gibt es Streit. Und dann gibt es immer zwei, die sich nicht verstehen. Die Ordnung in der Familie heißt, steht schon in der Bibel, wenn der Mann seine Frau findet, wird er seine Eltern verlassen und wird mit der Frau eins, ein Fleisch. Deine Frau muss die Nummer eins sein. Und deine Mutter wird zur Nummer zwei. Das ist ein Gesetz aus der Familienaufstellung, Systemik. aus der Systemik. Und dann sagen die Männer immer, ja, aber ich muss doch beiden dienen. Nein, das musst du nicht. Und du wirst sehen, dass der Himmel für dich aufgeht, wenn du deiner Frau wirklich die Nummer eins gibst. Ein Freund von uns war genauso, ein Kollege. Und die Frau von ihm sagte mir, wenn ich mich mal trenne, dann werde ich zum neuen Mann sagen. Nein, du darfst keine Eltern haben, deine Eltern müssen tot sein, sonst geht das nicht zwischen uns. Ich sage, was ist los? Was hast du? Und sie, ja, wenn ich bei den Schwiegereltern bin, dann hängt unser Familienbild da und ich bin rausgeschnitten. Oh. Rausgeschnitten.
Dann haben wir mit dem Freund gesprochen und mein Mann, der ist klasse, wir waren da zu Besuch und er ist richtig klasse, der macht da auch mit und der sagt zu ihm, pass mal auf, Norbert, du musst deiner Mutter sagen, dass sie die Nummer 2 ist und dass deine Frau die Nummer 1 ist. Und dann hat er zugehört und dann hat er gesagt, ja, das kann ich machen. Nach 2 Wochen bekomme ich, und ich muss mich ja messen lassen an dem, was passiert. Ich bin zunächst mal hinter der Gesundheit her und auch diesen, habe ich diese Sachen gefunden. Nach 2 Wochen kriege ich eine WhatsApp von ihm und sagt, pass mal auf, ich war bei meiner Mutter und ich habe ihr das gesagt. Meine Frau ist die Nummer 1 und du bist die Nummer 2. Und dann dachte ich, der Himmel reißt auf und die Engel spielen Geigen, aber es ist nichts passiert. Dann sage ich, warte mal. Eine Woche später ruft die Schwiegermutter an und sagt zu ihr, zu meiner Freundin, du, wir haben uns doch schon so lange nicht mehr ausgesprochen, lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken. Oha! Und dann kommt sie zu den Schwiegereltern nach Hause und das Bild im Flur ist wieder ganz. Und so ging das dann weiter. Mhm. Wobei er die Ordnung eingehalten hat. Ganz übel ist das auf Bauernhöfen übrigens. Ne? Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Heirate niemals auf einen Bauernhof ein. Der Sohn der Bauer ist meistens immer noch seiner Mutter dienend mit der Nummer 1. Also ja, jetzt habe ich vielleicht etwas überzogen. Die Begeisterung kam immer mit den Schritten, die ich verstanden habe. Mhm. Du bist dran. Fällt mir jetzt tatsächlich schwer. Wobei, man kann dir natürlich stundenlang zuhören. Dein Erfahrungsschatz ist ja unendlich reich. Und diejenigen, die jetzt zuhört, ihr hört hier eine kompetente Ärztin, aber auch eine Frau, die verstanden hat, dass die Psyche nicht getrennt von der körperlichen Gesundheit zu sehen ist und dass es eben halt auch immer in unserer Welt, beim Theta Healing zum Beispiel, sagt man Glaubenssätze oder Erziehungsprogrammierungen gibt, die einem davon abhalten, gesund zu sein oder die Beziehung zu führen, die man gerne hätte, weil, ne, wenn er auf meinem Arm steht, du hast jetzt gesagt, auf dem Arm steht, ich darf nicht laut sein, und dann hat man eine laute Frau über längere Sicht, lehnt man kommt die dann noch, ab. Michaela, es kommt noch mehr dazu. Es hieß nicht, ich darf nicht laut sein. Wir sind nicht laut. Wir. Weißt du, was das heißt, wenn da steht wir? Fällt aus der Familie raus, richtig, wenn er laut wird. Mhm. Du fällst aus der Familie raus. Mhm. Genau das. Ich darf nicht laut sein. Wir dürfen nicht laut sein. Ein Freund von uns der hat richtig viel Geld, auch Kollege, dem wurden nacheinander 2 kostbare Autos geklaut. Davor hatte ihn ein Freund um 100.000 Euro betrogen und danach ist wieder was passiert. Und da die Systematik zu erkennen, weil ich Lehrer bin, finde ich leichter Systematiken. Was ist der gemeinsame Nenner dieser Sache? Mhm. Eines Morgens fiel es mir ein und ich schreibe eine Nachricht und sage, pass auf, Gerhard, ruf mich an, es ist 7:15. Ich rufe ihn an, er ruft mich an und dann sage ich, pass mal auf, wer war denn dein Vater? Und er sagt, mein Vater war Bäcker. Und dann sage ich, was hat dein Vater denn gesagt, als du Medizin studieren wolltest? Und dann sagt er hat gesagt, sind wir dir nicht gut genug? Hm. Und deshalb gibt er unbewusst zurück. Er gibt unbewusst immer wieder zurück. Er sagt, du kommst sofort in die Praxis, sofort. Denn wir werden den Glaubenssatz lösen. Ich lege dann die Leute hin, lass sie sagen, ich darf reich sein und gehöre trotzdem noch zu meiner Familie. Oder meine Vorfahren sind stolz auf mich, gerade weil ich reich bin. Und da kommt im Kopf, nein. Du hast ja deine Art, Glaubenssätze zu lösen. Mhm. Ich kann direkt über die Ohrreflexzonen kann ich sehen, wo im Kopf ist da der Widerstand. Und dann kann ich das löschen. Das ist im seitdem Körperebene. Ich gucke, wo im Kopf das ist. Und es ist da eben seitdem nichts mehr passiert. Du hast gesagt, forschend, ja. Als ich gefunden habe, dass es diese Gesetzmäßigkeiten gibt, also wir hatten jetzt den Spiegel, wer bin ich eigentlich selbst? Wie behandelt mein Mann mich eigentlich, wenn ich denke, ich bin nichts wert? Oder eine Frau sagt zu mir, mein Mann sagt zu mir vor Freunden, du sei still, du hast nichts Wichtiges zu sagen. Was sag ich, lieben Sie den Mann? Sagt sie, meine große Liebe. Oh. Und was denken Sie? Was haben Sie zu sagen? Ja, ich bin ja uninteressant und ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Ey, ich brenne dafür, nicht nur aufzudecken, sondern den Menschen auch Wege aufzuzeigen, wie sie selbst drankommen. Ich habe eine kluge Schwester, die hat mal mein Buch Rettet die Liebe, hat sie mal kritisiert dafür, dass ich immer wieder
auf die Schlüsselsätze draufkomme, wie du selbst auf die Themen kommen kannst. Zum Beispiel, der andere behandelt dich schlecht. Okay, wie behandelst du dich? Oder da ist jemand, der ärgert mich. Das gibt es ja auch, dass jemand Unbekanntes auf der Straße ist und der ärgert uns. Vielen Dank auch für den Erinnerer. Was zeigt der mir denn, was ich ausschließe? Ich war mal mit meinem Mann in Teneriffa mit so einem Mietauto unterwegs. Da waren wir in der verkehrsberuhigten Zone. Und da kommt so ein Handy, ein Handy-Zombie, so ein Junge, der guckt auf sein Handy und latscht uns voll vors Auto und tippt auch noch dabei. Mein Mann regt sich auf alle Begriffe der Baustelle, die er sich so vorstellen kann. Und was dem einfällt, und das nächste Mal wird er ihn touchieren und dann wird er ihn auf die Kühlerhaube nehmen, dann soll der mal sehen. Als er dann fertig war mit sich beschweren, dann habe ich zu ihm gesagt, und er ist ja cool, er ist ja offen dafür. Sag mal, was ist das, was du von dem abgucken kannst? Was kannst du von dem mitnehmen? Der nimmt sich Raum und ich nicht. Und dann war der Ärger da auf sich selber. Und jetzt werde ich das auch machen. Ich werde jetzt auch mal gucken, was ich brauche, anstelle immer nur den anderen. Bla, bla, bla. Und dachte ich, wow, ist das nicht irre? Wenn du allein den Satz weitergibst, halt Ausschau nach Leuten, die dich ärgern, freu dich dran und nimm das sofort zu mir dir zurück und frag dich. Und dann ist ja noch das große Thema der Sound der Kindheit. Was haben wir denn in der Kindheit gelernt? Wie sind wir denn da durchgekommen? Und im Erwachsenenalter nehmen wir die gleichen Werkzeuge immer noch. Die Frau, die gelernt hat, dass Papa sich für kleine Mädchen interessiert, viel mehr, als wenn sie sich schon erwachsen zeigt. Die hat dann mit 25 immer noch das rosa Schleifchen in der MH. Und ist nicht wieder, und erhebt die Stimme, wenn sie mit ihrem Putzibärchen spricht, weil dann denkt sie, ja, macht das wie der Papa und dann nimmt er sie auf den Schoß. Nein! Vergiss die Werkzeuge der Kindheit. Damals war damals. Heute ist heute. Oder wir, Joe Dispenza sagt, ja, und das ist brutal, der sagt, wir sind süchtig nach den alten Gefühlen. Und das ist die Jauchegrube, in die so viele Leute reintreten. Wir verlieben uns. Und dann sagt Michael Möller, ein kluger Paartherapeut, der leider schon tot ist, der sagt, die Seelen tauschen sich aus, bevor wir überhaupt nur merken, dass wir verliebt sind. Und dann sagt die eine Seele zur anderen, du, ich hätte da noch ein Thema, das ist von früher, das würde ich gerne nochmal aufführen, das sollte bearbeitet werden, kannst du das für mich leisten? Sagt die andere Seele, ja, mache ich. Und was kannst du mir zurückgeben? Ja, ich könnte dich dann aufwecken, dass du, weiß ich, dich mehr zeigst oder lauter wirst. Das ist meine Schokoladenunverträglichkeit. Ich sollte sie lassen, schwarze Schokolade, 90%. Aber da fängst du an zu husten. Ja, ich wollte heute Morgen das nicht. 2 Tage vor Seminaren lasse ich sie weg. Ich könnte es mir auch löschen, aber morgen ist auch noch ein Tag. Ne? Therapeuten halten sich, wie sagt er? Halten an ihre eigenen Vorgaben. Ja, ein Kollege sagte zu mir, mein Sohn kommt zu mir mit einem Ausschlag an der Hand. Na du, erkundiger Kollege, sage ich, was sagst du ihm? Wart bis morgen, da ist es bestimmt weg. Ja. So ist das. Also, die Themen, die zu uns kommen, kommen über die Seelen, die Vereinbarungen haben. Und das ist ja eigentlich auch so dein Thema, Michaela. Mhm. Und jetzt kommt's. Ich frage dann Menschen, die gerade verliebt sind oder die frisch aus der Verliebtheit kommen, wie war denn das am Anfang? Habt ihr das Gefühl gehabt, ich kenne dich schon so lange? Ja. Sagt der eine zum anderen, oh, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Ja. Du erkennst in dem Gegenüber das, was du schon ewig kennst, nämlich wie deine Eltern vielleicht mit dir umgegangen sind. Das wird der mit dir genauso machen, weil du erkennst es schon ewig und die Seelen haben einen quasi einen Entwicklungsauftrag. Und wie sagte meine kluge Schwester, Beziehungen machen Probleme erst sichtbar, die vorher nicht gesehen worden sind. Und dieser Sound der Kindheit, das ist häufig so krass, dass du dir die Themen nochmal suchst von früher. Da ist ein Mann zu mir gekommen mit einem Tinnitus, also einem Ohrklingeln,
Und er kam von weiter her und er war im Burnout und ein Arzt schickt ihn. Und interessant, das dürfte dich interessieren, Michaela, es sind zunehmend Ärzte, die mir die Patienten auch schicken. Der eine sagt zu mir, weißt du, ich mache alles, Laborwerte für 1500 Euro und ich kann den Leuten Entgiftungen machen und alles, aber mit der Psyche vergiss es, das schicke ich lieber zu dir. Ein anderer sagte mal zu mir, ich möchte auch gerne so wie du mit einem Wort heilen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du bist noch zu jung dafür. Du bist da noch, warte noch, du bist noch nicht alt genug. Du hast auch noch nicht genug eigene Erfahrung und ehrliches Interesse daran. Das war ziemlich gemein von mir. Auf alle Fälle, dieser Mann, der so im Burnout war, der liegt auf der Liege und ich sage zu ihm, was ist denn das, was Sie nicht mehr hören können? Oder was sagt Ihnen denn das Klingeln? Und die Wahrheit liegt bei den Leuten meistens sehr knapp unter der Haut. Er sagt zu mir, mein Chef, der hört mir nie zu. Und er regt sich auf und er fängt an zu weinen. Der hört mir nie zu. Was ist das für ein Chef? Ist der fachlich sonst gut? Ja, der ist gut. Ja, und werden Sie fair bezahlt? Ja, ich werde sehr gut bezahlt. Ja, und ist er sonst ein guter Chef? Ja, ist ein sehr guter Chef. Und er hört ihnen nicht zu. Und dann regt er sich wieder auf. Und dann sage ich zu ihm, was ist jetzt die heilende Frage? Ich möchte Menschen auch gern beibringen. Du sitzt vor einer Freundin. Du möchtest ihr gern helfen. Was ist denn hier die heilende Frage? Die heilende Frage, und das mache ich so lange in meinem Podcast, bis es jeder versteht und sich merkt. Die heilende Frage jetzt ist, wer hat dir früher nicht zugehört? Und die Leute wissen es sofort. Es war sein Vater, der hat ihm nicht zugehört. Von dem fühlt er sich nicht gehört. Was macht er? Er sucht sich einen nächsten Vaterersatz, das ist sein Chef, und er sehnt sich danach, von dem gehört zu werden. Der hört ihm aber auch nicht zu. Warum? Jody Spencer sagt, wir sind süchtig nach den alten Gefühlen. Süchtig, das ist heftig. Aber wenn du das doch weißt, dann kannst du dich zurücklehnen und sagen, einen Moment, ist das was Altes? Zeigt dir mir, was ich ausschließe? Nein, sicher nicht. Zeigt dir mir das, was auf meiner Stirn steht, höre ich anderen nicht zu? Nein, sicher nicht. Ist es früher mal passiert? Ja, bingo. Das ist traumatisch. Und dann weiß ich doch wenigstens, woran das liegt. Das ist nicht der böse Chef, sondern das bin ich mit meinem alten Thema. Und es gibt einen wundervollen Satz, der heißt, der Esel geht gerne in den alten Stall, auch wenn es da stinkt, denn da kennt er sich aus. Also man sucht sich die Komfortzone. Ja, die Komfortzone ist die, die wir von früher kennen. Oder der Mann, der nicht von seinem Gewicht runterkommt. Und er kommt nicht von seinem Gewicht und ich gucke auf seinem T-Shirt nach. Und was steht da? Da steht, I am who I am. Und ich stand sogar noch, ich bin groß und stark. Er meinte damit, ich bin dick. I am who I am, leave me alone. Und dann frage ich, was war denn früher mit Gewicht? Und dann sagt er, ja, das sind... Leute wissen es selber. Ich muss sie ja nur erinnern, sie wissen es selber. Und er sagt dann, ja, meine Mutter... Immer wenn es gemütlich wurde, bei uns wird Kuchen gegessen. So, wenn es gemütlich wird, muss ich essen. Und dann kam noch was dazu, der Vater ganz schlank, Radfahrer, wahrscheinlich ein bisschen anorektisch. Immer wenn die Mutter übergewichtig mehr gegessen hat, als sie sollte, kam er zu ihr und hat ihr in gemeiner Weise vor allen Leuten gesagt, na, schmeckt es? So wie Prinz Charles das übrigens zu Diana auch manchmal in der Öffentlichkeit gesagt hat. Also er hält seiner Mutter bei, deshalb ist er dick. Und er muss seiner Mutter beihalten, damit er ihr beihält. Aber zum Thema Tinnitus, Sound der Kindheit, irre. Eine junge, schöne Frau liegt vor mir auf der Liege und sie hat ein schlimmes Ohrgeräusch. Und ich sage zu ihr, sagen Sie mal, was können Sie denn nicht mehr hören? Und dann sagt sie sofort, ich kann nicht mehr hören, dass man mich am Arbeitsplatz nicht will. Was? Und dann sage ich zu ihr, Moment mal, arbeiten Sie denn schlecht? Nein. Und dann sagt sie zu mir, Achtung, und das ist so wichtig, das ist schon zweimal passiert. Wie sagt Ziggy Jung? Ziggy Jung sagt, unerwünschte Wiederholungen sind Wegweiser. Wo ist das schon zweimal passiert? Ja, bei dem vorigen Arbeitsplatz. Und dann fängt sie an zu weinen. Und das, was ich jetzt gefragt habe, habe ich aus der Systemik gelernt. Ich frage sie, wie alt sind Sie denn jetzt gerade? Wie alt fühlen Sie sich? Und dann sagt sie, 7. Auch das wissen die Menschen oft. Und dann sage ich, was ist denn da passiert mit 7? Und jetzt kommt was, das will keiner glauben. Nein, das waren nicht die bösen Eltern. Das war nicht die böse Schwester. Das war nicht der Lehrer.
Sie ist mit den Eltern umgezogen und sie hat auf der Straße mit den Kindern spielen wollen. Sie war 7. Die Kinder sagen zu ihr, du bist nicht von hier, dich brauchen wir nicht. Ja. Es hat sich bei ihr eingraviert, dieses Ausgestoßensein und ausgestoßen werden. Das ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Das ist ein steinzeitliches altes Gefühl. Wer mit dem Tribe, also mit der Gruppe, nicht mehr mitdurfte, der war tot. Du hast nicht in der Wildnis allein überlebt und das haben wir noch drin. Jetzt stelle man sich das vor, sag niemals, wenn ein Kind kommt und weint und sich über was beklagt, sag niemals, ach, das ist doch Bagatelle. Nein, das Kind wird das möglicherweise so wiederholen. Die Therapie verlief dann auch erfolgreich und der Tinnitus durfte dann auch weggehen. Aber das ist doch irre. Sie hat die Verbindung nicht schaffen können. Sie hat sie wusste, das ist ein Trauma und sie hat die Verbindung zu ihren Arbeitsplätzen, wo man sie nicht wollte, hat sie nicht schaffen können. Also die Chinesen sagen ja auch, der Arzt ist ein Übersetzer. Und diese Dinge habe ich gesammelt und Michaela, ich habe sie nicht nur gesammelt, sondern ich habe sie versucht, in eine Systematik reinzubringen. Als Lehrer bist du ja, wenn du gut unterrichten kannst, sehr systematisch. Du bringst den Leuten erst ein Regal und dann stellst du die Bücher rein und du wirfst ihnen nicht die Bücher auf den Haufen dorthin. Das habe ich immer gehasst. Hast du schön gesagt. Das habe ich immer gehasst. Du musst erst das Regal aufstellen und sagen, da musst du gucken, im dritten Stock musst du gucken, im ersten Stock musst du gucken, was haben die beiden Stockwerke miteinander zu tun. Und erst dann kümmern wir uns um Lösungen und dann gehen wir in Therapie. Ich muss ehrlich sagen, es nervt mich, wenn man sofort therapeutisch irgendwie anfängt und gar nicht weiß, okay, woran liegt es denn eigentlich? Ah ja, und dann gibt es noch ein schönes, großes, anderes Thema. Mein Freund und ich, wir streiten immer so. Okay, frag dich doch mal, wo dein Vorteil ist. Was hast du davon? Oder krasser, ich erzähle was Krasseres. Junge Frau kommt zu mir, die kommt immer mal wieder. Ich kenne die schon, seit sie 14 ist. Jetzt ist sie fast 40 und sie kommt immer mal wieder, wenn es in der Liebe klemmt. Aber sie kommt nicht und sagt, bei mir klemmt es in der Liebe, sondern sie hat dann Rücken oder sie hat Blase oder sie hat irgendwas anderes. Aber sie weiß schon, ich frage, und wie geht es in der Liebe? So, beim letzten Mal, als sie da war, sagte sie, ach, es ist ganz fürchterlich, ich bin mit jemandem zusammen, der verheiratet ist. Ach, das tut mir aber leid. Ein bisschen muss man schon mitleiden am Anfang. Das muss man machen als Sympathiebekundung. Und dann setze ich ihr ein paar Nadeln gegen Rücken und dann bin ich schon halb zur Tür raus, das ist besonders wirksam. Und dann sage ich, pass mal auf, überleg dir mal, was du davon hast, dass du jetzt mit so jemand zusammen bist. Und dann komme ich wieder rein und dann sage ich, und, was hast du dir überlegt? Wie läuft denn so ein Wochenende ab? Ja, wir sind so 2 oder 3 Stunden zusammen, ganz intensiv und das ist, hat sie mir erzählt, Sex toll und weiß ich was. Wenn es nicht sein darf, ist ja Sex immer toll. Und dann, Achtung, dann sagt sie, und danach habe ich frei. Danach hat sie frei. Das weil er dann wieder geht. Ja, sie hat nämlich vorher einen Freund gehabt, der wollte das ganze Wochenende von ihr und er wollte alle Zeit von ihr. Mhm. Und zurück zu der Frau, die mir gesagt hat, wir streiten immer so heftig, ja, was passiert dann? Ja, mein Freund, der geht dann. Und dann, ja, was ist dann? Habe ich mal meine Ruhe für 2 Stunden. Moment mal, du könntest ohne Streit auskommen, wenn du deinem Freund wagst zu sagen, ich hätte jetzt mal gern 2 Stunden für mich. Wäre eine gute Idee und dann brauchst du diesen Streit nicht, weil der Streit ist doch wie Salzsäure. Womit ich nicht sagen will, Streit darf nicht sein. Wir sind 2 verschiedene Personen und wenn du dich lang genug ohne Streit in der Beziehung bewegt hast, das interessiert mich dann besonders, welche Themen werden denn hier ausgeklammert? Nicht, dass du dann wie die beiden alten Menschen, wo die Zeitung kommt, weil sie 60 Jahre verheiratet sind und der Redakteur fragte, ja, wie haben Sie das denn gemacht? Und der Mann, ganz, ganz stolz, führt den ins Badezimmer und sagt, sehen Sie, wir teilen alles. Da steht auf den sogar die Handtücher. Auf dem Handtuch hier steht A wie Antlitz und hier G wie Gesäß. Da wird die Frau ganz blass und sagt, aber Schatz, ich dachte, G heißt Gesicht und A. So kannst du nämlich nach 60 Jahren. Und ein weiteres Thema ist auch einfach umdrehen, dreh die Medaille um. Bei mir kommen ja die Leute direkt mit Beschwerden raus. Und es hat sich auch rumgesprungen. Erst kommen sie wegen Rücken oder Allergie. Und wenn das dann gemacht ist, dann kommen sie mit ihren anderen Sachen auch. Manche ganz verschämt, indem sie doch erst ein Symptom herbeibringen und dann lassen sie sich sozusagen erwischen.
Da sitzt da eine Frau und sagt, sieh, ich habe gerade so Probleme mit meinem Mann. Der ist so unflexibel und der bewegt sich nicht und der ist wie so ein Stein. Und ich wollte jetzt am Wochenende nach Mallorca und er will da nicht mit und es ist spontan. Und warum kann der nicht spontan sein? Und als er dann mal Luft geholt hat, habe ich gesagt, ach so. Sie wollen mir sagen, Ihr Mann ist der Fels in Ihrer Brandung ist? Hatte sie nicht das Wort Stein erwähnt? Mhm. Er ist der Fels in Ihrer Brandung. Sie können jederzeit mit ihm rechnen. Er ist zuverlässig, er hält sein Wort ein. Er ist jederzeit für Sie da und Sie sind die Nummer eins. Ist das so? Und dann sagt sie, kennen Sie meinen Mann? Mhm. Nein, nein, ich gucke einfach nur auf Ihre Beschwerde und lese davon ab, was er ist. Dann sitzt sie da und hat den Mund offen. Und dann sage ich, Sie, wissen Sie, was wir jetzt machen? Sie machen jetzt mal ein Experiment mit mir und es wird gut gehen. Wenn Sie jetzt, bevor Sie nach Hause kommen, gehen Sie irgendwo in einen Kaffee und dann schreiben Sie auf, das lasse ich die Leute auch manchmal in der Praxis noch machen, wenn ein Raum frei ist, was oft dann passiert, wir haben ja 4 Räume. Schreiben Sie mal auf, weshalb Sie ihn geheiratet haben. A, B, C und D, schreiben Sie alles auf. Dann versuchen Sie da mal wertschätzende und liebevolle Gefühle zu finden dafür. Nicht zu erfinden, sondern deshalb haben Sie ihn ja auch genommen. Mhm. Und wenn Sie ihn dafür wertschätzen können, nur dafür, für das, was Sie für ihn genommen haben und alles andere jetzt mal auf die Seite lassen, dann wird Folgendes passieren. Ihr Mann wird spüren, dass Sie ihn wertschätzen für das, was er ist. Und wenn er sich gewertschätzt fühlt, wird er auch bereit sein, mal aus seiner Grenze rauszukommen. Und genau so war's. Sie sind 2 Wochen später nach Mallorca gefahren. Oder der Mann, der mir sagt, meine Frau, fürchterlich, 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 die ist so unordentlich und das nervt mich so, das nervt mich so. Die lässt ihre Sachen überall liegen und er klagt. Und dann sage ich, Sie wollen mir sagen, dass Ihre Frau der Farbgeber ist bei Ihnen, die Ideengeberin und dass Ihre Frau Sie immer wieder in lebendige Zonen bringt und Sie auf Ideen bringt, was zu tun ist und Sie rausholt aus Ihrem Zahlendasein. Er war ein Zahlenmensch. Dann guckt er mich an und petzt die Augen zusammen und sagt, war meine Frau hier? War sie hier? Kennen Sie sie? Hat sie Ihnen alles erzählt? Nein, nein, nein. Ich habe nur aus dem, was Sie erzählen, die andere mit Seite der Medaille angeschaut. Und man kann nie gleichzeitig 2 Seiten einer Medaille anschauen. Nein. Also wenn Sie sie wertschätzen können für das, was sie ist, dann wird sie auch besser aufräumen. Denn wenn Sie immer nur Kritik an ihr üben, dann wird sie Ihnen noch deutlicher zeigen, wofür Sie sie genommen haben. Für Kreativität, für Buntsein, für unordentlich sein. Also da ist der heilende Satz für jemand, der rausfinden will, wie geht's mir, wie geht's meiner Freundin oder so. Also eine Frau für ihre Freundin. Wenn dich jemand zu Hause nervt, so wie er ist, überleg nochmal, weshalb du ihn genommen hast. Das zum Beispiel mache ich in meiner eigenen Beziehung, die ja jetzt die 2. Ehe ist. Ich bin jetzt ja auch schon bald wieder 20 Jahre verheiratet mit dem 2. Mann und wurde am Anfang gefragt, was machst du denn anders? Klug Freundinnen haben mich gefragt, was machst du anders? Was immer ich tue, ich behalte immer, immer, immer in dem ich habe so ein Wertschätzungskörbchen in meinem Kopf. Mhm. Das Wertschätzungskörbchen, da sind die Dinge drin, weshalb ich meinen Mann genommen habe. Die Zuverlässigkeit, das Hinhören, dass er aufmerksam für mich da ist, dass er klug ist, dass er tolle Gedanken hat. Und dafür schätze ich ihn, schätze ich ihn, schätze ich ihn. Und das ist auch was, das kann man üben. Wenn du das vergisst, guck mal nach deinem Wertschätzungskörbchen. Das sollte so fest in einer Ecke von deinem Kopf oder deinem Herz installiert sein. Mein Wertschätzungskörbchen für meinen Partner. Und das funktioniert so gut. Der Partner, der sich gesehen fühlt, ist ein besserer Partner. Der liebt dich auch mehr. Es gibt doch diesen Film Avatar, die Reise nach Pandora. Mhm. Avatar, damals, als der Film rauskam, war Avatar für uns ja noch kein Thema. Ne? Aber jetzt, ja, alle reden ja über Avatare. Ja. Den Film 3-mal gesehen, und zwar nur den inneren Teil, wo es um die Beziehung geht von diesem amerikanischen Soldaten, der ausgesendet wird, um auf einer Insel Rohstoffe zu schürfen. Und da wird natürlich die Bevölkerung ausgebeutet. Und die haben einen klugen Trick, die machen Avatare. Aus dem Soldaten wird einer, der aussieht wie die. Also hat Carbonknochen, kann von Bäumen springen. Und jetzt verliebt er sich, wie das dann so ist. Und die Szene, die mich am meisten bewegt hat, da kommen mir jetzt noch die Tränen, wenn ich dran denke. Sie nimmt ihn mit zum Baum der Vorfahren.
Und dort, der Baum der Vorfahren, hat leuchtende, blau leuchtende Fasern, die herunterfallen vom Baum der Vorfahren wie Haare, wie Schnüre. Und sie fasst diese Schnüre an, das Mädel fasst die Schnüre an, um mit der Großmutter Kontakt aufzunehmen und hört von der Großmutter, was sie ihr zu sagen hat. Dann dreht sie sich um und sagt zu ihm, in unserer Sprache heißt, ich liebe dich, ich sehe dich. Sehe dich. Ich sehe dich. Und das war für mich nochmal so ein Erinnerer. Wenn du den anderen in der Lage bist zu sehen, wenn du dich wirklich, wirklich interessierst, wer er ist, warum du ihn genommen hast und das wertschätzt, dann brauchst du dich nicht beschweren über Dinge, die auf der anderen Seite deiner Wunschliste stehen. Denn er wird es irgendwann machen oder er wird dir die Freiheit geben, das mit jemand anders zu tun und dein Wohlbefinden wird sich auch ganz deutlich verbessern. Also, wenn du dann auch noch damit rechnest, okay, mein Partner ist auch mein Lehrer, mein Erinnerer, es werden alte Themen kommen. Ich habe mich mal fürchterlich aufgeregt mit meinem Mann über ihn zusammen. Und er so hat mich sanft an der Schulter gefasst und gesagt, das ist bestimmt jetzt ein altes Thema. Sag ich, what? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Gott, würden wir sagen. Ja, genau das. Oder als mein Buch in der Fertigstellung war, da habe ich mich wie ausgebaut. Und wir sind in Urlaub gefahren. Da wollte ich es nämlich dann fertigstellen. Und ich habe eine Filztasche, weil es war unser Hochzeitstag. Der erste Tag des Urlaubs war unser Hochzeitstag. Und wir wollten schön essen gehen. Und in der Filztasche waren Überraschungskleider. Also eine gebügelte Bluse, was gar nicht so zu mir passt. Und ein langer Rock und so weiter. Und ich habe ihm noch gesagt, pass auf, diese Tasche, da darf nichts draufstehen. Wir sind fertig zum Wegfahren. Und ich denke, wo ist denn diese Tasche? Da sehe ich auf dem Rücksitz zwei Koffer übereinander gestapelt und zwischen den Koffern lugt ein Teil der gebügelten Bluse heraus. Was mache ich denn jetzt? Ich habe so Wut bekommen und dann habe ich mich einen Schritt zurückgestellt und habe mir Folgendes überlegt. Okay, hat er es extra gemacht? Nee, bestimmt nicht. Hat er es schon mal so gemacht? Nee, auch nicht. Hat es jetzt hier irgendeinen Grund? Könnte es sein. Und dann hole ich die raus und stelle sie wieder auf, habe das gerettet, was zu retten war. Und als wir dann losfahren, dann sage ich zu ihm, weißt du, das und das ist passiert, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich dich nicht angebrüllt habe. Dann sagt er, naja, du beschäftigst dich doch gerade mit diesen ganzen Themen. Da ist es doch sicher sinnvoll, dass du das auch immer mal erlebst. Also, mein Mann ist mit allen, er ist mit allen Wassern gewaschen. Also und das heißt, er stellt sich ganz selbstlos damit zur Verfügung. Genau, du kannst froh sein, dass ich mich zur Verfügung stelle. Ja. Genau so ist es. Schön. Und so habe ich in meinem Buch Kapitel gemacht, wo ich dann sage, pass mal auf, du kannst in dieses Kapitel gucken, einfach umdrehen, die andere Seite der Medaille, Sound der Kindheit hatten wir, Schatten, was schließt du aus, Spiegel, wer bin ich eigentlich, wie behandelt der andere mich, was hast du davon? Und dann kommt natürlich auch noch die Kommunikation dazu. Die habe ich ganz an den Schluss gestellt, weil ich habe gedacht, ja, das steht doch überall was zur Kommunikation und wie man redet und so. Aber hast du gedacht, die meisten Leute lesen ja Bücher, ich ja auch, da kommst du nie zum ganz Ende. Ne? Du bleibst irgendwo in der Mitte hängen und dann kommst du nie ganz zum Ende. Die meisten wissen gar nicht, dass der andere Gedanken nicht lesen kann. Und viele, unglaublich viele Erwachsene denken immer noch, ja, aber wenn er mich doch liebt, müsste er doch wissen, was ich brauche. Ja. Und weißt du, Michaela, wo wir das gelernt haben? Pustekuchen. Ja, und weißt du, wo wir diesen Gedanken herhaben? Aus der Babyzeit. Wer wusste denn immer die wenigen Dinge, die wir gebraucht haben? Was haben wir denn gebraucht? Wir wollten mal ein Röpserchen machen, wir wollten eine trockene Windel, wir wollten trinken und auf den Arm genommen werden. Ich habe vier Finger, ich habe es an vier Fingern jetzt aufgezählt. Mhm. Das ist ja von der einfachsten, einfach strukturiertesten Mutter nicht so viel verlangt, das zu verstehen. Also wir haben als Baby gelernt, da ist jemand, der liebt uns und der weiß genau, was wir brauchen. Und dann haben wir noch was Fatales dazugelernt. Wenn wir nur laut genug schreien, dann kommt die Mutter, dann bekommen wir, was wir wollen, wenn wir nur laut genug schreien. Und viele Partner machen das immer noch. Es gibt doch den klugen Satz, er ist nicht von mir. Angriff ist ein Schrei nach Nähe. Ich weiß nicht, welcher kluge Mensch das gesagt hat. Ja, aber es funktioniert nicht mehr in der Ehe. Nee, wenn du schreist, dann geht der andere eher weg.
So, wenn ihr euch jetzt merken würdet, ihr, die ihr alle zuhört, wenn der Partner das nächste Mal schreit und wenn dann so Worte kommen wie du hast immer, du bist immer und du gibst nie. Also immer und nie. Da spricht das Kind, das braucht dringend was. Bleibt dann stehen. Bleibt dann stehen, sag nichts und dann versucht zusammenzufassen, was der Partner dir sagt. Ich habe verstanden das. Und was können wir jetzt tun? Das ist Balsam. Das ist kein Öl ins Feuer, das ist Balsam. Wenn du in der Lage bist, stehen zu bleiben und dann zu dem Partner zu sagen, was genau habe ich falsch gemacht und wie können wir das verändern? Wir, du und ich. Mhm. Und ich sehe jetzt, dass die Zeit schon voranschreitet. Es gibt einen schönen Satz, der kommt auch nicht von mir. Der kommt von Otto Holzberg. Otto Holzberg ist Psychologe und er hat mal einen schönen Satz gesagt. Verliebtheit führt nicht zu Mr. Richtig. Verliebtheit führt zu Mr. Wichtig. Wichtig für unsere Entwicklung. Tolstoi hat damals schon gesagt, du heiratest jemand und wenn du am nächsten Morgen aufwachst, liegt sowieso der Falsche neben dir. Weil dann erkennst du, da ist. Und ein Psychologe, ein Hendrix Harrill, es ist ein Amerikaner, der hat gesagt, eigene Erfahrung, nach seiner Hochzeit sieht er seine Frau von Ferne am Strand stehen und er erschrickt, weil sie erinnert ihn an die gebückte Haltung seiner Mutter und genau so sollte es kommen. Seine Mutter, sie behandelt ihn wie seine Mutter. Ja, ich habe auch in meinen Videos, habe ich auch ein Video, das ist die Nummer 55. Müsst ihr einfach nur eingeben, 55 und meinen Namen. Ich bin nicht Mutti, eine Notfallübung gezeigt. Wenn du wieder merkst, der andere hält dich für Mutti. Und das passiert in der Beziehung ja sehr schnell. Der andere projiziert auf dich, dass er alle seine Bedürfnisse von dir bekommen muss. Wie er früher von Mutti das bekommen hat. Und plötzlich erscheint ein Schleier zwischen dir und ihm. Und er kann dich auch nicht mehr klar sehen in seinem Ärger, dass er das gerade jetzt nicht von dir bekommt oder dass er dich von dir behandelt fühlt, wie damals von seiner Mutter. Raustreten, ich habe eine Notfallübung gezeigt und die funktioniert immer. Wenn du jemand ein anderes Gefühl auch übernommen hast, raustreten aus dem ganzen Notfallübung machen, wenn er nicht im Raum ist, es funktioniert immer. Ja, das sind so die Dinge, die mir jetzt einfallen. Und ich kann nur sagen, ich lerne von jedem Patient. Okay, er geht dann auch schmerzfrei raus. Da freue ich mich natürlich, weil vorgestern war jemand da, der ist ein halbes Jahr zu Orthopäden gegangen und kam dann zu mir. Ich bin ja auch orthopädisch ausgebildet. Aber ich habe rechtzeitig begriffen, dass ich Sonderkurse machen muss. Sonst verstehe ich die konservative Orthopädie nicht und die Anatomie auch nicht. Ich habe sie dann gefragt, warum sind sie nicht früher gekommen? Es war einfach nur ein muskuläres Problem, ein Ansatz, der gereizt war, der dann wehgetan hat, weil sie sich mit ihren Kindern immer falsch gebückt hat. Und das war schnell geklärt. Mhm. Und dann freue ich mich, dass ich jemand helfen kann. Ich lerne aber auch von jedem. Ich lerne von jedem. Gerade in dieser Woche hatte ich eine Dame, sehr, sehr spannend und interessant, trennt sich von ihrem Mann, das war ein Guter. Aber es wird langweilig. What? Du trennst dich von einem Mann, der ein Guter ist und das war langweilig. Und jetzt beschwert sie sich, weil sie hat jetzt einen Mann, der kontrastreicher gar nicht sein könnte. Sie ist blass und hat einen wundervollen Teint wie eine Prinzessin und er ist tiefschwarz. Und er ist Narzisst und er kommt, wann er will und dann geht er zu anderen Frauen. So, das ist der Kontrast. Und sie sagt, der Sex ist großartig und ich genieße das. Aber warum geht er denn zu anderen Frauen? Okay, leg dich da mal hin und sag mal bitte, ich würde gern mit diesem Mann leben. Da kam, nein, 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 um Gottes Willen, nein. Ja, worüber beschwerst du dich denn dann? Also, als sie erkannt hat, ich habe mir das jetzt selber geholt. Ich bin überhaupt noch nicht bereit, mich mit jemand anders einzulassen, aber der Sex ist cool und er gibt mir auch die Chance, mich durchzusetzen, weil er Narzisst ist. Ja, dann begrüß ihn doch und sag, hallo Arschengel, da bist du ja wieder. Der Arschengel kommt von Robert Betz. Robert B. Du siehst schon, ich nehme überall, wo ich kann und führe das aber dann in der Systematik zusammen. Ja, wunderbar, dass du da bist. Ich darf wieder mit dir üben. Komm, wir vögeln erst mal ein bisschen und dann gucken wir weiter. Und wenn die Menschen, die da sitzen, dann lachen können, und es dann verstanden haben, ja. Auf die Glaubenssätze, das ist ja alles wunderbar, wenn man Glaubenssätze und das und das und das, du musst aber die Systematik mal kennen, du musst abchecken können, die einzelnen Knöpfe drücken, ist es das oder ist es das? Die Leute kommen ja mit einer
mit einer Klage über ihre Partnerschaft. Das gefällt mir bei meiner eigenen Arbeit so gut, das darf ich für mich sagen, dass ich da sozusagen ein System habe. Das habe ja nicht ich entwickelt, die Natur war ja schon vor mir da. Ich habe nur gesehen, okay, pass auf, da ist ein Regal, da kannst du abprüfen, kannst du sagen, ist es das oder ist es das? Werde ich gerade bei in der Firma, übrigens Firmen, das ist genau dasselbe wie Beziehung. Wenn du in der Firma gemobbt wirst, dann hast du das in die Firma verlegt, gut für deine Beziehung. Dann ist in der Regel das, es ist meistens entweder oder. Also du bist nie gleichzeitig in der Beziehung schlecht behandelt und in der Firma. In der Beziehung regt dann der Partner sich mit dir für dich auf. Übrigens, eine wichtige Sache. Man muss sich mit dem Partner auch mal aufregen. Wenn der nach Hause kommt, Hände weg, wenn der erzählt, der Chef hat mich schlecht behandelt und so. Selbst wenn du 100-mal weißt, was es sein könnte, Hände weg, reg dich mit ihm auf, äußer Bedauern, dass er wirklich, er ist hier zu Hause, er ist hier in einem sicheren Hafen. Und wenn er dann irgendwann sich abgeregt hat, dann kannst du ihn fragen. Du kannst ihm im Erregtheitsstadium, jetzt wo er sich so ärgert, kannst du fragen, wie ist es für dich? Was macht es mit dir? Und was würden die Kollegen darüber sagen? Und ist das was, was du schon kennst? Weil nur das, was wir kennen, das zieht ja die Wunde tiefer. Aber so, ich kann nur sagen, was mich so aufregt. Michaela, es gibt was, regt mich voll auf. Da ist der Partner angeblich ja der Lehrer. Das sehen wir ja immer wieder. Und du gehst in die Partnerschaft, weil du dich weiterentwickeln sollst und bla bla bla. Aber keiner weiß es. Die wenigsten wissen das. Und sie bringen eine Wunde von früher mit. Was weiß ich, Papa hat nie zugehört zum Beispiel. Das ist ja eine Wunde. Jetzt gehst du in die Partnerschaft und der Partner hört auch nicht zu. Solange du nicht checkst, dass das extra ist, dass du daran reifen sollst, dass du das Thema wieder erkennst, wird die Scheißwunde noch tiefer. Und da hadere ich und ich sage immer, wenn ich den Herrgott mal treffe, ich werde ihm ein paar Fragen stellen. Ich werde ihn fragen, warum Gott das zulässt, denkst du dann im Moment? Bitte? Regst du dich auf, warum Gott das zulässt? Nein, das ist doch eine sinnvolle Einrichtung. Ja. Aber du gehst, du angeblich ist es ja so, sagen alle schlauen Leute, du beschließt als Seele, da und dahin zu gehen und das und das zu erleben. Da geht es schon los. Dann gehst du bei der Geburt durch das Tor des Vergessens, hast keine Ahnung, was du hier sollst, warum du hier bist, tappst blind durch die Gegend, zündest vielleicht ein Haus an, weil der andere dir die Frau weggenommen hat oder erbringst jemand um, weil du wütend bist, bla. Und du weißt es nicht. Das ist schon mal, damit fängst du schon mal an, ja, durch das Tor. Ich komme nicht so wieder, auf gar keinen Fall. Entweder ich gehe außen rum, ich gehe nicht in dieses Tor des Vergessens oder ich komme einfach nicht mehr, wie auch immer. Aber dass es diese sinnvollen Gesetzmäßigkeiten gibt. Ich behandle mich schlecht, weil ich früher vielleicht schon schlecht behandelt wurde, dann behandeln die anderen mich auch schlecht, die gucken auf mich runter. Dafür würde ich eine Anleitung erwarten und wie lange, ich weiß schon, was Gottes Antwort sein wird. Das wird nämlich die sein, die eine Psychologenfreundin mir gegeben hat. Die sagt dann, weißt du, unser Leben zählt gar nicht bei den 100 Millionen Jahren, die es noch gibt. Und guck mal, wir sind doch die Generation, die gerade anfängt, die Dinge aufzuklären. Und Gott wird mir vielleicht sagen, ja, mein Kind, was willst du eigentlich? Habe ich dich nicht dahin geschickt, das aufzuklären für alle? Warst du nicht ein Teil dessen, der die Dinge, ich habe dir doch das Lehrertalent mitgegeben, oder habe ich nicht? Ja, stimmt. Ja, und warst du nicht die das systematisiert hat und die den Menschen die Möglichkeit gibt, das einfach rauszuwenden? Warst du nicht die? Ach so, ja. Und hatte ich dir nicht so viele Menschen in deinen Orbit gestellt, zum Beispiel die Michaela Keim und die und den, wo du hinschicken konntest, wenn du gemerkt hast, okay, die brauchen jetzt Theta Healing oder der braucht jetzt mal eine Aufstellung oder der sollte jetzt mal eine Rückführung machen. Hatte ich die nicht alle in dein Umfeld gestellt? Ach so. Ja, danke auch für den Podcast, Michaela. Ich erkenne das jetzt gerade. Ich bin jetzt nicht mehr wütend. Zukünftig könnt ihr alle Podcasts bei mir machen, haben wir Therapiesitzung gesprochen. Und letztendlich, ja, wir wurden an die Stellen gestellt und es ist sicher kein Zufall, dass ich dich gefunden habe, dass ich damals über eine Kollegin in die Aufstellungsverfahren kam. Und was mich fuchsig macht über einzelne Therapeuten oder Einzelne, die einzelne Therapieformen auch sehr, sehr gut machen, in dem Moment, wenn jemand denkt, dass Seins das Einzige ist, was hilft, ja, das ist übel. Also eine Frau in der Aufstellung sieht zum Beispiel ganz klar, warum die anderen Leute sie immer oder auch die Partner sie schlecht behandeln, weil sie selbst zu klein ist. Ja, und dann hört die Aufstellung auf. Dann müsste sie eigentlich zu jemand anders, um
zu erfahren, zum Beispiel zu dir, um zu erfahren, wie kann ich oder einen Glaubenssatz zu löschen oder. Ja. Also für mich war das für mich ist der Podcast sehr ertragreich. Ich habe jetzt verstanden, okay, Gott, es ist doch in Ordnung so. Sehr schön. Mir gefällt es jetzt auch so gut, weil ich habe gerade das Soul Mentor Wochenende hinter mir. Das ist eine Ausbildung ich würde fast sagen, die Meisterausbildung, die ich anbiete. Und da hast du jetzt gerade nochmal zusammengefasst, wir lassen die Menschen mit wachen und Herz offen sprechen, mit wachen Ohren und Herz geöffnet sprechen, ihre Geschichten erzählen. Und also erstens mal berühren mich Geschichten und deine insbesondere. Und ich glaube, unsere Zuhörer auch. Und am Ende bekommt dann derjenige, der erzählt, auf offene Ohren erzählt, in offene Herzen erzählt, noch so eine Quintessenz übermittelt, ohne dass du das am Anfang unseres Gesprächs oder deiner Geschichten gewusst hast, kommt dann am Ende noch so eine ganz tiefe Erkenntnis für dich. Und das ist für mich Soul-Mentorschaft. Das ist wirklich das, was du auch schon praktizierst mit deinen Patienten, dass du erstens mal neugierig bist, an ihnen interessiert bist, dass natürlich das Symptom siehst, das, was die mitbringen, aber vor allen Dingen auch interessiert bist an ihrer Geschichte, bis die Menschen erzählt haben und am Ende sich selber eine Antwort geben können. Und da sind gute Fragen unendlich wichtig. Und ich danke dir dafür, dass du diese Systemik in die Welt trägst, durch dein Buch, durch deinen YouTube-Kanal. Man kann auch zu dir kommen nach Saarbrücken, Sitzungen buchen. Oder wir machen nochmal irgendein Format. Ich wollte dich direkt noch fragen, ob du dir den 20.04. freinehmen kannst. Da haben wir eine Veranstaltung Seelenleuchten in Pirmasens. Und ich gebe jetzt einfach mal hier schon so einen Spoiler rein. Wenn Beate Zeit hat, wird sie auch dabei sein auf der Bühne. Und 20.04. Moment, das kann ich dir direkt sagen. 20.04. Ja, da habe ich gerade einen Kongress abgesagt, weil ich keine Lust mehr habe. Sie hat einen Kongress abgesagt, um zu unserem Kongress zu kommen. Ja, 20.04. Mach mir ein dickes, großes Zeichen hin. Jawohl, da komme ich. Freut mich sehr und ihr könnt dabei sein. Ihr könnt auch vor Ort kommen. Es werden demnächst die Karten freigeschaltet. Die könnt ihr kaufen und ich bin gerade noch in der Erklärung, ob ihr euch online dazu schalten könnt, aber auf jeden Fall sind es 200 Plätze in Präsenz, die 200. Ihr kaufen könnt. Cool. Wo wird es sein, Michaela? Also es ist die alte Post in Pirmasens und ich finde, das ist also ein wunderschönes historisches Gebäude und das, was wir zu erzählen haben, also unsere Geschichten, deine Geschichten, meine Geschichten, die Geschichten der Menschen, die dort kommen, das darf in die Welt getragen werden. Und ich finde, ein historisches Postgebäude ist eine super Stätte, wo eben die Post in die Welt geht, wo unsere Geschichten in die Welt gehen. Und das ist ein Herzensanliegen von mir. Und die Gelder werden gespendet. Wir sind gerade noch auf der Suche. Es geht um die Kinder der neuen Zeit. Wir wollen Familien unterstützen mit Kindern der neuen Zeit, also wo Eltern und Kinder einfach anders gelehrt werden müssen oder andere Umstände brauchen, um gut wachsen zu können. Wobei ich glaube, mittlerweile alle Kinder andere Schulen brauchen. Aber wir gucken, dass wir ein wunderschönes Projekt finden, wo die Gelder dieses Abends hinfließen. Und dazu, es ist ja wirklich Synchronizität. Ich habe heute Morgen noch mal gedacht, ich meditiere auch so nach Joe Dispenza und er hat ja diese großen Retreats, wo 10.000 Menschen da sind, wo ein Feld erzeugt wird. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte doch gerne bald in eine Veranstaltung mit vielen Menschen gehen, wo ein Feld erzeugt wird. Und das machen wir. Und das 200 Menschen erzeugen ein Feld. Deshalb möchte ich jeden ermutigen, vor Ort zu sein. Es ist nicht dasselbe, online teilzunehmen. Es ist schön, online da zu sein, aber nicht das Gleiche. Und dafür würde man auch weit fahren, dieses Feld, was erzeugt wird, und auch das steht ja schon in der Bibel. Ich bin nicht so kundig, aber die wichtigen Sachen kenne ich. Wenn 2 oder 3 zusammen sind, will ich unter euch sein. Mit unter euch, ja. Und dieses Feld ist unfassbar, weil es trägt. Und ich möchte das wieder erleben, dass 200 Menschen mit offenem Herzen zusammen sind.
das will ich wieder erleben. Ach, das habe ich mir fest eingeplant. Na klar, da lasse ich auch nichts drauf kommen, Michaela. Wie schön. Da freue ich mich. Also könnt ihr Beate kennenlernen und viele, viele andere aus unserem Soul Tribe. Und vielen Dank, Beate, für deine Inspirationen, die du schon seit Jahren ja auch in die Herzen deiner Kollegen pflanzt. Das finde ich ja auch ganz wichtig. Ja, ich pflanze das in die Herzen der Ärzte. Ihr glaubt das nicht. Das erste Mal vor 5 Jahren da oder vor 6 habe ich Jody Spencer gehört. Dachte ich mir, komm, ich mache das jetzt bei unserem Jahreskongress. 200 Ärzte sitzen da und ich erzähle ihnen was. Das war noch früher, nee, über die Liebe und die Aggression habe ich erzählt und immer ein bisschen Akupunkturpunkte eingestreut. Wir sind ja schließlich auf dem Akupunkturkongress. Habe so ein bisschen mit den Nägeln festgemacht, dass es nicht heißt, du hast das Thema verfehlt. Und am Ende hat niemand geklatscht. Ich stand auf der Bühne und dachte, was mache ich jetzt? Und da gucke ich die Leute an und fing an zu weinen. Die haben mich alle angestarrt. Ich habe gesehen, 200 offene Herzen. Und plötzlich ging der Sturm los. Da habe ich gedacht, die armen Kollegen, die haben gar keine Zeit für sowas. Irre. Und jetzt sind sie hier. Ich stand auf der Bühne und habe geheult. Und das dürfen wir alle wieder werden, berührbar. Und dafür danke ich dir wirklich von Herzen, weil auch ich denke, gerade Menschen mit einem guten Ansehen haben Macht und die solltet ihr auch nutzen, um Gutes in die Welt zu bringen. Und an so einem Abend oder wenn wir uns dann wieder vernetzen, in unseren Seelenstamm zurückkehren, dann haben wir auch eine noch größere Macht, wenn wir wieder erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Und lasst uns zusammen leuchten, nicht nur am 20.04. Es wird vielleicht in diesem Jahr nochmal so eine Veranstaltung geben, aber lasst uns damit beginnen und geht dahin, wenn ihr euch angezogen fühlt zu anderen Menschen und so, ja, zu Herzen und Seelen und Geschichten. Danke, Michaela, ich liebe dich. Ich darf öffentlich sagen. Also von unserem Herzen in euer Herz. Ja. Ganz, ganz viel Liebe und Licht und bis bald, ihr Lieben da draußen. Bis bald.